Hallo und herzlich willkommen bei 737 Adventure, jetzt mit dem zweiten Teil der Sim Preparation für die Bombardier Dash 8 Q400. Wir beginnen mit der berühmt-berüchtigten Speed vs. Weight Tabelle. Im QOH ist die in der Performance Section. Unglaublich viele Zahlen, von denen unglaublich wenige nur wirklich interessant sind. Wofür die Uninteressanten da sind, das spreche ich gleich auch noch kurz an. Was überbleibt, wenn man das ganz Unwichtige wegstreicht, sind nur noch diese Spalten. 1,23 VSR, das ist definiert bei dem Flugzeug als VREF für die jeweilige Klappenstellung oben drüber. Ihr seht, VREF, Klappen 0, das ist eine magische Speed, eine wichtige Speed bei der Q400. Bei richtigen Flugzeugen ist es manchmal mit einem grünen Dot am Speedtape versehen. Die VREF Flap Zero ist einmal die VREF Flap Zero, falls man eine Zero Flaps Landing macht, dann ist es die V-Climb. Es ist die Speed, die wir fliegen bei einem Dual Engine Failure, die uns halt die größte Glide Distance gibt. Und es ist die Speed, die wir fliegen wollen bei einem Drift Down. Das ist, wenn im Reiseflug ein Triebwerk ausfällt und wir wegen Gebirgen oder wegen anderen Hindernissen den Sinkflug auf die Drift Down Altitude so weit wie möglich strecken wollen. Weitere Informationen zum Drift Down im Video oben rechts der Link. Was haben wir noch in der Tabelle? Leider nicht drinstehen, das muss man wissen, im Kopf haben. Falls wir in Icing Conditions sind, reichen diese Speeds nicht aus, weil VREF ist ja die minimale Speed, die wir in dieser aktuellen Konfiguration fliegen dürfen. In Icing Conditions kommt dabei Flaps 0 25 Knoten drauf, bei Flaps 5, 10 und Flaps 15 kommen 20 Knoten drauf und bei Flaps 35, falls man so irre ist, eine Klappen 35 Anflug in Icing Conditions zu machen, sind dann 15 Knoten drauf. Hier als Beispiel mal gehighlightet, wir gehen davon aus, wir wiegen ungefähr 26,3 Tonnen. Dann seht ihr, wir dürfen ohne Klappen auszufahren 149 Knoten schnell werden. In Icing Conditions 174. Wenn die Klappen auf 10 sind, dann dürfen wir nicht langsamer werden als 127 Knoten. In Icing Conditions 147 Knoten. Das ist so die Logik hinter dieser Tabelle. Sie dient natürlich auch für einige Malfunctions, die im QOH nachher beschrieben sind. Das gucken wir uns gleich auch eben an. Eine kleine Besonderheit, die V-Climb in Icing Conditions mit Klappen 0, die ist nicht plus 25, sondern die ist plus 20, weil wir bei der V-Climb ja steigen. Das heißt, die Hebel liegen vorne, die Triebwerke laufen auf hohen Touren und der Flieger macht sich sehr viel Auftrieb mit dem Propellerstrahl über der Tragfläche. Deswegen wird dann ein Aufschlag von 20 Knoten gemacht. Das steht jetzt hier in der Tabelle natürlich nicht so drin, weil man bei der VREF im Anflug ist und ein Low-Power-Setting hat. Das heißt, da müssen dann die 5 Knoten dann nochmal draufgeschlagen werden, also plus 25 bei Low-Power-Settings. Der ganze andere Müll in der Tabelle, den man eigentlich nicht braucht, der ist eigentlich nur wegen zwei Checklisten drin. Es gibt eine Loss of Pilot and Co-Pilot Airspeed and Altitude Indications on both PFDs. Die habe ich Gott sei Dank nie gesehen und werde ich dank der Zeitfracht wahrscheinlich auch nie sehen. Da ist noch eine Faktorisierung drin von 1,8 bzw. 1,6 mal VSR. Dafür sind diese Werte dann in der Tabelle. Und es gibt eine Roll Control Malfunction Checklist. Da ist ein Faktor von 1,3 drin, den man in der Speed vs. Weight-Tabelle natürlich auch sieht. Schon mal vorab, wenn ihr in einem QOH irgendwo was habt mit Landing Speeds und ihr seht da was geschrieben mit VREF, dann könnt ihr getrost das Performance Calculation Tool benutzen, falls ihr das noch habt. Wenn wir das nicht mehr haben, kann man natürlich dann in die Speed vs. Weight-Tabelle gehen. Und nimmt sich die VREF, das ist dann die Spalte 1,23 VSR. So kann man sich dann die Speeds auch ohne Performance Calculation Tool rausrechnen. Die Faktorisierung, die dahinter stehen, wenn ihr da die rechte Checkliste seht, VREF plus 20, VREF plus 15, die Aufschläge werden vom Calculation Tool natürlich nicht gemacht. Das müssen wir dann trotzdem, nachdem man da die VREF ausgerechnet hat, noch manuell draufschlagen. So, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Da geht es um die Approach und VREF Speeds. Ihr seht hier, da gibt es zwei Fälle. Da steht einmal 1,23 VSR und einmal VREF. 1,23 VSR bedeutet für uns Performance Calculation Tool für die VREF Speeds auf Seite legen, weil
geht nicht. Da geht es um Non-Normal Flap Landings. Ihr seht, das ist für Klappen 5 und für Klappe 0. Das ist, sind keine normalen Landeklappenstellungen für die Landung. Da müssen wir uns die Speeds dann aus der Tabelle rausholen. Geht es um normale Landeklappenstellungen, also 10, 15 und 35. Da steht dann VREF plus 10 oder plus 20 plus 25. Und sobald ihr im QH VREF seht, kann man das Performance Calculation Tool nutzen für die VREF. Den Aufschlag muss man dann noch manuell machen. Sollte man aus verschiedenen Gründen kein Performance Calculation Tool mehr haben, wie gesagt, dann nehmt diese Spalten in der Speed vs. Weight Tabelle. Das kommt aufs Gleiche raus. Ist nur ein bisschen unbequemer, sich das da rauszusuchen. So, weiter geht's mit der Landing Distance. Wir wollen wissen, unsere Required Landing Distance zur Landung. Wie kommen wir da dran? Das QH gibt uns dann Faktor vor, aber wie wird das faktorisiert? Die Required Landing Distance ist die Unfactored Landing Distance. Die holen wir uns, wenn wir es noch haben, aus dem Performance Calculation Tool. Das ist im Landing Tool. Die kleine Zahl bitte nimmt nicht die Zahl, die schon vom Performance Calculation Tool faktorisiert wurde. Dann seid ihr irgendwann bei 4 Kilometer Required Landing Distance, habt ein kleines Problem. Also die unfaktorisierte, die kleine Zahl nehmen. Ohne Performance Calculation Tool kann man sich helfen, indem man im OM Bravo Volume 1, wenn man das noch hat, sich als PDF gesichert hat. Im Kapitel 4531 geht es um die Unfactored Landing Distance. Sieht relativ kompliziert aus, ist es gar nicht. Interessant für uns sicherlich nur der C-Level, die C-Level-Spalte. Da geht ihr da mit dem Gewicht rein und habt eine Unfactored Landing Distance. Eine kurze Editierung in der Zwischenzeit. Ich habe die falsche Tabelle hier reinkopiert. Da steht Klappe 15, wenn ihr das seht. Im Beispiel gehe ich jetzt davon aus, dass wir eine Klappen 0 Landung machen und da steht ja Use Flaps 35 Charge und genau das habe ich falsch gemacht. Da muss man dann im Kapitel 4531 natürlich die Chart nehmen für Klappe 35. Und wenn ihr das Performance Tool nutzt, dann natürlich Klappe 35 als Landing Flap Setting auswählen. Jetzt geht's weiter. Dann kommen die Aufschläge, mal 1,2, der Ops-Faktor. Wir sind keine Testpiloten, wir landen und fliegen alle nicht so genau wie ein Buch, das wahrscheinlich denkt, dass wir das tun. Deswegen ist ein Aufschlag von 1,2. Dann kommt der QRH-Faktor drauf und dann nochmal 1,15, falls die Bahn nass oder kontaminiert sein sollte. Als Beispiel haben wir hier mal 771 Meter, das ist die Unfactored Landing Distance für ein Flugzeug, was 25 Tonnen schwer ist, auf Sea Level. Da kommt dann der Ops-Faktor drauf, der QH-Faktor. Wir gehen davon aus, wir haben hier den 2,9-Faktor, also in Icing Conditions, und gehen davon aus, dass die Bahn nass ist. Da kommen wir dann auf eine Required Landing Distance von 3086 Meter. Muss man schon mal gucken, wo man bleibt. Noch ein Beispiel, das ist der untere Teil von der Tabelle. Ihr seht, dass man in der Tabelle auch eine Overweight Landing durchaus rechnen kann. Ja, gehen wir da mal rein. Mit 856 Metern haben wir dann diese Rechnung, wo dann 3426 Meter an Required Landing Distance rauskommen. Wie gesagt, diese Tabellen im OM Bravo Kapitel 4.5 Landing Performance. Relativ schnell zu finden und auch relativ schnell mitzuarbeiten. Diese Dinger, die sind zwar auch schnell zu finden im QH, aber das sind Graphen, wo man mit Bleistift und mit einem Lineal dran arbeiten muss. Da sagt man, das geht im Flug nicht, das ist verboten, deswegen die sind für Reference und Training am Boden, aber garantiert nicht, um im Flug da mit einem spitzen Bleistift sich die Landing Distance auszurechnen. Lasst da bitte die Finger von. Noch was aus dem QRH, do not select power levers below flight idle until indicated airspeed is below 150 knots. Das seht ihr bei jedem, bei jeder QRH-Checklist, bei Malfunctions, wo man davon ausgeht, dass man beim Aufsetzen, beim Landen noch relativ schnell ist. Warum? Die Propellerblattverstellung funktioniert mit Motoröl. Und wenn man gelandet ist, zieht man das Gas ja raus, da hat man relativ wenig Öldruck. Und um die Propeller in Disk zu bekommen, das heißt, wenn du den Powerlever unter Flight Idle ziehst, dann diskst du ja den Propeller. Dafür ist relativ hoher Öldruck nötig.
und die Airload auf dem Propeller ist zu groß, wenn ihr 150 Knoten schnell seid. Und so kann es passieren, dass auf einer Seite dem Propeller-Hub es tatsächlich gelingt, einen Propeller in Disk zu bringen, die andere Seite aber auch noch nicht ganz. Und dann habt ihr ein ziemlich großes Directional Control Problem. Deswegen, ne, wirklich auf Flight Idle ziehen und warten, bis die Speed unter 150 Knoten ist. Und dann kann man dann auch disken oder reversen. Noch ein paar Statements aus dem QRH. Es gibt ja einen Passus, der besagt, land immediately at the nearest suitable airport. Das hört sich dramatisch an, ist es auch. Da geht es wirklich darum, schnell zu landen. Sucht euch eine Bahn aus, die lang genug ist und von einem Flughafen, wo klar ist, dass die Emergency Services tatsächlich verfügbar sind, und dann landet man da. Ein land at the nearest suitable airport hört sich zwar auch dramatisch an, ist es aber nicht, weil mit der Formulierung gestattet es der Hersteller einem tatsächlich bis zur Destination weiterzufliegen oder halt, wenn die Crew das so entscheidet und mit dem Fehler nicht groß weiterfliegen möchte, einen Flugplatz auszusuchen, wo man auch mit Wartungsunterstützung rechnen kann. Das heißt, bei land immediately at the nearest suitable airport heißt es wirklich Nase runter landen. Und bei Land at the nearest suitable airport bedeutet nur, flieg mit dem Ding nicht bis nach Grönland. Häufig kommt bei einer Fehlerbeschreibung der Passus vor Next Flight. Und das ist leider auch der nächste imminente Takeoff. Früher haben wir das so gehandhabt, ja, dass man nach dem Off-Block per Definition im Fluge war. Das heißt, die ML galt nicht mehr. Wenn dann was dazugekommen ist, hat man das QRH aufgemacht, die Checkliste gelesen, und wenn man damit einigermaßen happy war, ist man gestartet und geflogen. War immer schön, um vom Westerland dann doch noch wegzukommen. Das ist jetzt bei einigen Malfunctions vom Hersteller rausgenommen. Next Flight heißt dann auch der imminent Takeoff. Das heißt, stehen bleiben, nicht starten, auch wenn ihr schon off-block seid. Transfer Fuel as required to maintain fuel balance. Vor allem beim Single-Engine-Flying kommt das vor. Macht das bitte, wenn es die Checkliste sagt. Ne? Also wenn ihr diesen Satz lest, dann macht der Pilot Monitoring sein MFD auf die Fuel Page, das ist ein AFM-Requirement, öffnet den Fuel Transfer und lässt dann ungefähr so 200 Kilo Sprit auf die gute Seite rüberfließen. Wenn ihr das nicht sofort macht, dann ist die nächste Warnung, die ihr habt, eine Fuel Imbalance Meldung auf der falschen Seite und ist dann blöd. Deswegen wirklich 200 Kilo rüber, den Fuel Transfer terminaten, und dann reicht die Imbalance auch aus, wenn ihr nicht noch groß im Holding andere Checklisten lesen müsst, reicht das auch aus, um ein Goron zu fliegen und dann im Vectoring für den nächsten Approach nochmal 50 Kilo rüber zu ziehen. Das ist wesentlich entspannter, als da auf eine Fuel Imbalance Meldung zu warten. Wenn ihr mal zu viel Sprit rüber gepumpt habt, dann macht den Transfer zu. Und wenn das nicht allzu krass ist, die Unterschied, dann fliegt einfach so weiter, nicht wieder zurück balancen, sonst macht ihr da so ein Ping-Pong mit dem Sprit. Die Imbalance-Warnung geht auch erst wieder aus, wenn die Imbalance wirklich weg ist. Das heißt, da ist die Max-Imbalance nicht mit protected. Das blinkt und nervt dann etwas länger, als es eigentlich müsste. So, die letzte Folie. Warum dieses Bild? TCS. Gerade wo es um eine Fuel Imbalance ging, wenn ihr mal wirklich eine Fuel Imbalance habt und wirklich eine große, 3, 4, 500, 600 Kilo, dann macht es durchaus Sinn, ab und zu mal auf TCS zu drücken und zu gucken, was der Flieger eigentlich machen würde, wenn man den Autopilot jetzt ausmacht. Es ist blöd, mit einer Fuel Imbalance von einer Tonne anzufliegen und dann im Short Final den Autopilot rauszuschmeißen und dann zu merken, dass der Flieger dann ziemlich komisch auf die Seite kippt. Das kann man halt ändern, indem man TCS drückt, wenn es nötig ist, Aileron drin geben und dann TCS wieder loslassen. Wofür ist der Button noch da? Überhaupt beim Single-Engine-Flying, wenn der Autopilot drin ist und ihr große Power-Changes macht, dann stimmt meistens der Aileron-Trim überhaupt nicht mehr. Den Radar-Trim kriegt man ja mit, weil der Ball aus der Mitte rausläuft, aber bei Single-Engine ist auch der Aileron-Trim relativ häufig zu benutzen. Deswegen, wenn ihr da einen großen Power-Change macht und ihr wisst, auch der Autopilot ist ja drin, haltet das Control-Column fest, drückt auf TCS, guckt, was der Flieger macht und trimmt gegebenenfalls den Aileron-Trim nach. Das ist noch wesentlich schöner, wenn er dann im Anflug in 1000 Fuß über der Schwelle den Autopilot ausmacht, dann kippt der Flieger dann nicht auf einmal auf eine Seite und man ist da gar nicht drauf gewired. TCS
ist auf gar keinen Fall dafür da, um eine Tigers RA zu fliegen. Warum? Einmal, im AFM steht drin, bei einer Tigers RA Autopilot Disconnect. Warum steht das da wohl drin? Weil, wenn ihr TCS drückt, bei einer Descent RA zum Beispiel, der Flieger schreit euch an, Descent, Descent, ihr drückt auf TCS, drückt runter, die Nase geht runter und dann seht ihr diesen kleinen Knopf. Ihr rutscht mit euren schlüpfrigen Fingern von dem Knopf ab. Was macht der Flieger dann automatisch? Er pitcht in den Flight Director und der zeigt dann immer in die Richtung, wo ihr nicht hin wollt. Bei einem Descent zeigt der Flight Director nach oben, weil der Autopilot noch oder der Flight Director im Altitude Hold ist, von der Höhe, die über euch ist. Seid ihr bei einer Climb RA und ihr drückt auf TCS und ihr rutscht ab, dann pitcht der Flieger automatisch nach unten. Und das ist bei einer Tigers RA nicht gewünscht, dass man in Richtung dem Intruder dann noch hinpitcht. Deswegen Autopilot disengaged und TCS bitte nicht benutzen bei einer Tigers RA. Last but not least, die Q400 hat zwar ein sehr, sehr zuverlässiges Fahrwerk, dennoch soll es ab und zu vorkommen, Landing Gear Inop. Das ist natürlich eine Alternate Landing Gear Extension. Denkt daran, im richtigen Flieger, entweder ihr habt das gerissene Seil in der Hand oder das Fahrwerk ist wirklich ausgefahren. Man kann nicht zu viel an diesem Seil ziehen. Wenn ihr da dran zieht und es passiert nichts, dann macht die Cockpit-Tür auf, voll durch einen Gast nach vorne, der ungefähr so meinen Body-Mass-Index hat, hängt ihn an das Seil und wenn das Fahrwerk dann nicht drankommt, in Gottes Namen, dann ist es halt soweit, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen. Aber nicht dran, nicht scheuen, an dem Seil zu ziehen wie ein Ochse, bis das Fahrwerk draußen ist. Das gleiche gilt für das Nosewheel, da kann man nicht genug dran ziehen. Entweder man hat das Seil gebrochen in der Hand, es kann nicht brechen, oder das Fahrwerk ist ausgefahren. Vorsicht, ein Simulator, der geht natürlich kaputt, da nicht wie ein Ochse dran ziehen. Das ist jetzt mehr so für die Zeit in 3-4 Jahren, wenn wir wieder fliegen. Ach nee, da gibt es ja keine Propellerflugzeuge mehr. So, das war's schon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Danke, danke. Wenn nicht, dann sag mir das, ich sag's nicht weiter. Und wenn ihr Wünsche habt für einen gegebenenfalls stattfindenden dritten Teil, falls ihr Themen habt, die ihr gerne hier sehen möchtet, dann schreibt mir bitte eine E-Mail oder ruft mich an oder schreibt in die Kommentare unten rein. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.